Jetzt ist voll dieses Ding in der Mitte. So, wir haben es jetzt aber. Jetzt aber. So, wir haben einen Stellplatz mitten an dem See und wie man meinem Schatz ansieht, die gerade am Kochen ist und wie man es wahrscheinlich auch hört, es windet unglaublich, es ist kalt und bis gerade eben hat es auch noch geregnet. Das trifft das Wetter hier ziemlich gut und wir kochen, beziehungsweise Schatz kocht, Nudeln. Wir kochen Nudeln. Dann gibt es gleich noch Nudeln mit Rindsrouladen. Und dann müssen wir mal schauen. Wir haben Nachbarn mit so einem riesen Wohnmobil. Und die haben uns gerade zu sich eingeladen, dass wir zu denen auch ins Warme kommen können. Also die stehen da drüben. Und ja, da schauen wir vielleicht gleich mal noch vorbei. Richtig süß. Und wärmen uns ein bisschen auf. Ja. Es hat 100 Jahre gedauert, aber endlich haben wir gekocht. Es ist sehr windig und ich glaube, wir haben die Hälfte unseres ganzen Gaskochers verbraucht, aber wir haben Essen. Kaffee. Kaffee. Wieder sehr gesundes Frühstück. Ja, wie immer, ne? Porridge mit Kava. Also wir sind hier an diesem wunderschönen Stellplatz, gestern angekommen und also haben dann gestern noch draußen gekocht und es war mega stürmisch und windig und bäh. Und dann haben ja unsere Stellplatznachbarn uns angeboten, ob wir nicht drinnen kochen möchten. Richtig süß. Und dann sind wir nachher noch, müssen uns so rumdrehen, Sonne, besser. Ja, wir sind dann später noch zu denen mit rein und haben was getrunken und bis nachts um halb eins geredet. Also war echt richtig, richtig nett und richtig cool. Bei denen im Wohnmobil, die leben Vollzeit im Wohnmobil. Richtig cool. Ja, war super nette Unterhaltung. Danke an euch zwei. Ihr seid richtig coole Socken und wir hoffen irgendwann mal ein bisschen wie ihr zu werden. Also Fanny fliegt ein bisschen mit der Drohne und ich bin gerade am Beeren sammeln. Ich habe jetzt ein bisschen Google-Recherche betrieben und das hier. Das sind wohl anscheinend wilde Preiselbeeren, aber die sind leider noch nicht so ganz reif. Das hier sollen anscheinend wilde Johannisbeeren sein. Wilde schwarze Johannisbeeren. Und ich war eigentlich auf der Suche nach Heidelbeeren, aber die sind wohl leider schon abgeerntet von anderen Leuten. So, Izzy hat ja wilde Preiselbeeren gesammelt. Und sind jetzt doch ein bisschen mehr geworden. Ja, und jetzt kochen wir die gerade ein. Und in der Hoffnung, dass es eine Preiselbeermarmelade dann am Ende gibt. Hm. Drückt uns die Daumen. Wir versuchen mal unser Glück. Wir wissen nicht, was wir tun. Hoffentlich ist es essbar. Ja, genau. Hoffentlich sind es doch keine Vogelbeeren und wir sterben an Vergiftung. Also es sind keine Vogelbeeren. Die sind am Boden gewachsen. Vogelbeeren wachsen an dem Strauch. Und was sagst du dazu?
tot. Nee, schmeckt. Nach Preiselbeeren. Das ist gut. So, wir haben das mit heißem Wasser ausgespült. Jetzt die Preiselbeermarmelade eingefüllt. Deckel drauf, auf den Kopf gestellt. Leider ist das Glas nicht ganz dicht, aber gut genug. So, wir kochen wieder an der Straße. Aber ohne Scheiß, die Wanderparkplätze hier, diese Waldparkplätze in Schweden sind so schön. Yeah. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So falls nochmal irgendjemand denkt, Camping wäre glamourös. Das sieht ja jetzt vielleicht ganz okay aus, aber wenn man den Tisch mal von nahem betrachtet. Ziemlich krappig. Yep. Und die Sitzbank genauso? Wenn es jetzt nicht geht, dann sitzen wir. Also nachdem wir jetzt so eine richtige Gewaltfahrt fast schon hinter uns hatten und einfach ums Verrecken weiter in den Süden kommen wollten, haben wir es jetzt bis zu unserem alten Stellplatz an diesem wunderschönen See wieder geschafft. Und jetzt gibt es erstmal Abendessen und danach geht's ins Bett. Es ist schon ziemlich dunkel. Ja. Es gibt getrocknetes Rentierfleisch, selbstgemachte Preiselbeermarmelade, Baguette, Lachs und Butter. Und diesen Zitronensprudel, der heißt irgendwie Loka. Und wenn ihr hier seid, ihr müsst euch den mal kaufen. Der ist echt sowas von lecker. Und es nieselt ganz leicht. Frühstück am Wasser. Was gibt's Schöneres? Was für ein schöner alter Opa. Kaffee! Right. Yeah! Als wir das letzte Mal da waren, waren in dieser kleinen Hütte nur diese Tasse und der Brennspiritus. Und jetzt ist da noch irgendwie so ein Topf mit Wasser dazugekommen. Die Spinnen, die Schweden. So, wir haben jetzt gerade die Scheiben und die Scheibenwischer vom DKW wieder geputzt, weil der ist schon ganz schön dreckig gewesen. Und irgendwann hat man, wenn die Scheibe beschlagen war, einfach gar nichts mehr gesehen. Deshalb habe ich die jetzt von innen geputzt und Fennec hat noch die Scheibenwischer geputzt. Und jetzt ist hoffentlich alles wieder fahrbereit und durchsichtig. So, wir haben es jetzt aber. Jetzt aber. Also wir standen gerade anderthalb Stunden lang direkt hinter einem schweren Verkehrsunfall. Ja, wir sind da hingekommen und nicht nur so, scheiße, Stau, Brems. Und dann haben wir noch den Warnblinker angemacht, weil hinter uns noch jemand angeschossen kam. Und dann dachten wir uns erst, ja okay, hat es halt einen Wohnwagen umgeschmissen in den Graben. Der war komplett quasi auseinandergebrochen, alle Einzelteile ja, lagen so rum. Dann hat so ein Auto quasi auf der Gegenspur zu uns geparkt. Wir haben
am Anfang nicht gecheckt, aber das war das Auto, das den Wohnwagen gezogen hat, in dem man Spiegel abgefahren. Und da saß eine Frau drin, die hat komplett geheult, so ein älteres Ehepaar war das wohl. Und dann ist Fennec ausgestiegen, er ist ja bei der Feuerwehr, und hat nach vorne geguckt und meinte so, scheiße, da ist ein Auto komplett zermatscht. Und hinter dem Wohnmobil stand auch ein Auto im Graben und wir dachten halt erst, das hat nichts, aber nachher beim Vorbeifahren haben wir gesehen, dass es auch einen ordentlichen Schaden abbekommen hatte. Und da wollte er gerade vorne, nach vorne rennen und gucken, ob alles okay ist, aber dann kam schon der Rettungswagen. Dann sind drei riesige Feuerwehrfahrzeuge angefahren gekommen. Eins nach dem anderen, so riesige, lange Trucks. Ja, also es waren ja wirklich drei größere Fahrzeuge. Ich meine, die Kategorien sind nicht ganz mit denen in Deutschland zu vergleichen, aber es war auf jeden Fall ein großes, schweres Tanklöschfahrzeug war dabei und dann, so wie das aussah, zwei HLF-20 würde ich es mal vergleichen mit deutschen Standards. Auf jeden Fall wirklich drei riesen Geschosse, die da angefahren kamen. Und dann kam so Ambulanz her, also Ambulanz heißen die hier. Ambulanz, also so Chevy-Trucks mit hinten einem Kastenaufbau als Rettungswagen. Und dann kamen noch zwei, so wie wir sie in Deutschland kennen, diese Vans quasi. Dann kamen am Ende 5 Polizeifahrzeuge und noch irgendwie ein, wie so ein Seelsorgefahrzeug für die Feuerwehr, die dann da noch rumgelaufen sind. Ja, das war da ein bisschen komisch. Das hat uns ewig verwundert, was das ist, weil das war rot. Der Mann wurde ausgestiegen, ich war auch komplett in Rot gekleidet. Und irgendwie stand Rettungsmanagement oder so auf dem Fahrzeug drauf. Also meinte zumindest Google-Übersetzer. Google-Übersetzer meinte Rettungsmanagement. Keine Ahnung, was genau denn das seine Aufgabe jetzt war. Seelsorger oder ja, Einsatzleiter, ich weiß es nicht, was dem seine Aufgabe war. Aber der im Prinzip, so wie es aussah, ist der eigentlich überall bloß rumgelaufen und hat mit den Leuten geredet. Ja, dann kam irgendwie, weil das eine Auto ja vorne komplett matsch war, das lag auch so halb im Graben. Das muss wohl einen Frontalaufprall mit irgendwas gehabt haben. Unsere Theorie ist, dass es einen Aufprall mit dem Auto und dem Wohnwagen hatte. Ja. Aber genau wissen wir es nicht, wir sind ja viel später dazugekommen. Da kam dann eine Rettungsheli. Ja. Und die Person musste wohl auch aus dem Auto geborgen werden. Genau, die ist von der Feuerwehr befreit worden. Genau, und ja, das war richtig krass. Der Heli, der ist dann ewig über uns gekreist, weil es war alles Wald um uns rum. Und er hat einfach keinen Platz gefunden und ist dann wohl relativ weit hinten irgendwo gelandet. Ja. Also. Ja, da war kurz richtig Action. Für so über eine Stunde. Ja, und davor haben wir kurz vorher noch getankt und Fennec konnte sich ewig nicht entscheiden, was er essen wollte. Und deshalb haben wir mega lange eine Tanke gebaut und war halt richtig gut, weil wir hätten auch quasi, wenn wir die Zeit nicht vertrödelt hätten an der Tanke, wären wir wahrscheinlich die 3-4 Autos weiter vorne gewesen und wären eventuell noch in den Unfall mit verwickelt gewesen. Genau, also da. Von dem her, das hat wohl so sein sollen, dass ich mich nicht entscheiden konnte, was ich jetzt essen will. Toi, 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 dass uns da nichts passiert ist. Ja, und ja. Es war richtig traurig, der Mann von dem Wohnwagen ist dann rumgelaufen und hat aus den Trümmern noch irgendwelche Habseligkeiten geborgen. Ja, Kuscheltiere, Klamotten und so. Decken, richtig traurig. Vor allem alles war nass, das hat mir zu dem Zeitpunkt richtig geschüttet. Danach ist irgendwann gutes Wetter geworden, aber da war es noch total im Vollpiss, dass der dann rumgelaufen hat, Sachen aus den Trümmern geglaubt. Das war echt schon traurig mit anzusehen. Ja. Wir haben es obviously nicht gefilmt, deshalb müsst ihr uns einfach vertrauen, dass es so passiert ist. Ja, genau. Auch wenn ihr ein Unfall kommt, immer nach den Verletzten gucken, immer Rettungsdienst rufen und niemals filmen. Das gehört sich einfach nicht. Nein, einfach nein. Ja. Naja, jetzt wollten wir heute eigentlich noch an den Vätern, aber durch die 1,5 Stunden Stau hat sich das jetzt erledigt. Genau, jetzt habe ich einen anderen Platz rausgesucht über Park4Night. Hoffen, der ist jetzt auch schön. Da fahren wir jetzt ungefähr eine Stunde hin und dann ist es, glaube ich, auch schon dunkel. Ja, genau, dann wird es gerade dunkel, deswegen gucken wir, dass wir da jetzt hinkommen. Zelt aufbauen, Abendessen, schlafen gehen. Genau. Das ist jetzt der Plan voll. Dann morgen an den Vätern. Morgen und dann an den Vätern und dann haben wir noch 5 Tage am Vätern. Ja. Mhm. Dann ganz 5 Tage. Ja. Und die bleiben wir dann am Vätern und dann fahren wir am Donnerstag voll Richtung.
Trelleborg, übernachten dann wahrscheinlich kurz vor Trelleborg und fahren dann Trelleborg für morgens zurück.